Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Conny Sulis-Knöchel. Ich möchte euch heute von der Personalratssitzung vom 26.05. berichten. Wir haben heute unter anderem die Mitbestimmung für die Organisationsänderung UC-OC beantragt. Da ist ja schon länger, zumindest im Pflegebereich, was verändert worden, aber beim Schreibkräftebereich ist einfach ohne unsere Mitbestimmung sind da Veränderungen vorgenommen worden. Da möchten wir ganz gerne eine Vorlage von der Dienststelle haben, was konkret dort getan wird und was vor allen Dingen von uns auch mitbestimmt werden muss. Als zweites haben wir uns heute erneut mit der Frage FSJler im Aufwachraum beschäftigt. Dazu gab es ja schon vor längerer Zeit auch eine Information, dass im Aufwachraum erst Bundesfreiwilligendienst eingesetzt werden sollte. Dem hatten wir widersprochen, hatten gesagt, es werden demnächst Auszubildende der KBA-Schule fertig, die dann dort eingesetzt werden könnten durchaus. Daraufhin hat die Dienststelle diese Vorlage mit dem Bundesfreiwilligendienst zurückgezogen, zwei FSJler dort eingesetzt. Dem haben wir widersprochen und haben die Dienststelle aufgefordert, diese FSJler sofort abzuziehen, weil die ohne unsere Mitbestimmung dort eingesetzt worden sind. Es hat letzte Woche ein Gespräch gegeben mit dem Kompromissvorschlag, ab 1.8. einen FSJler und einen ehemaligen Auszubildenden der Krankenpflegeassistenz dort einzusetzen. Auch das hat das Gremium heute in der Sitzung abgelehnt, weil wir der Meinung sind, dass dort durchaus die Arbeit für zwei KPA nach der Ausbildung vorhanden ist und die sonst auf der Straße stehen. Als letztes das Letzte, was ich heute berichten möchte, ist der Bericht vom Nachtdienstcheck, den die Personalratsfreistellte am Mittwoch letzter Woche durchgeführt haben. Sie sind in allen Bereichen, in denen sie gewesen sind, unter anderem im Handwerkerbereich, im Transportdienst, im Pflegedienst und in der Pflege, sehr positiv aufgenommen worden, wenn auch in sehr vielen dieser Bereiche die Überlastung deutlich spürbar war. Danke und bis nächste Woche.